Herzlich willkommen zu RUPS Wochenrückblick Folge 8. Wir beleuchten mal wieder, was in der Bundesrepublik los ist und auch in Baden-Württemberg. Und es ist wieder sehr, sehr viel los, sehr viel Spannendes auch. Unter anderem, das fand ich auch sehr genial, ist es jetzt so, dass die junge Alternative nicht mehr als gesichert rechtsextrem eingestuft werden darf. Das heißt, wir haben jetzt den Fall, dass der Verfassungsschutz, der Inlandsgeheimdienst, das wissen Sie, der ist ja politisch gesteuert, der ist nicht neutral. Und er hat versucht, jetzt die junge Alternative, unsere Jugendorganisation der AfD, zu beobachten und auch als gesichert rechtsextrem einzustufen. Da ist er eingeknickt vor Gericht. Das finde ich sehr gut. Er hat es zurückgezogen, weil wir dagegen geklagt haben. Und er wollte nicht verlieren, hat es dann sofort wieder aufgehoben, alle Einträge gelöscht. Da sieht man mal wieder, die Wahrheit gewinnt zum Schluss und am Ende immer. Und in dem Fall freue ich mich auch sehr für unsere Jugendorganisation, dass diese ungerechtfertigte Einstufung zurückgenommen werden musste. Und es geht weiter. Wir haben jetzt diese Woche viel Inlandsgeheimdienst, viel Verfassungsschutz. Das war auch eine interessante Meldung, die war aber eher jetzt nicht besonders schön. Der Chef des Bundesverfassungsschutzes, des Bundesinlandsgeheimdienstes, Herr Haldenwang, hat jetzt ganz offiziell in einem Statement, ich glaube es war in der ARD oder im ZDF, zugegeben, dass er, dass seine Behörde die AfD kleinkriegen soll, also den Wähleranteil kleinkriegen soll. Er hat wörtlich gesagt, es ist nicht allein die Aufgabe des Verfassungsschutzes, die AfD klein zu machen. Da hat er sich darüber beschwert, dass er nicht nur der Verfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst, das alleine richten kann, die AfD kaputt zu machen und klein zu machen. Das zeigt ja auch die Gesinnung, wenn Sie jetzt am Anfang noch gezweifelt haben, ja, der Verfassungsschutz ist neutral. Und das sage ich denn da, hier ist der ganz klare Beweis, dass dieser Haldenwang, der Chef, das instrumentalisiert und missbraucht, der muss sofort abgesetzt werden. Was war noch los in der Bundesrepublik? Sehr, sehr viel. Ich kann leider nicht auf alles eingehen, aber es ist dann doch nochmal was, was jeden betrifft. Ihr kennt das, Badespaß, es ist heiß, wo geht ihr hin? Ins Freibad. Und da gehe ich auch manchmal hin, aber man muss sagen, mit einem unguten Gefühl, vor allem in den großen Städten, es macht immer wieder die Runde. Wir hatten jetzt erst wieder in Stuttgart, junge Migranten belästigen Kinder und Mädchen im Freibad und es gibt auch Massenschlägereien. Ja, wir hatten in Mannheim jetzt eine Massenschlägerei im Freibad, ja, auch wieder mit migrantischen Teilnehmern. Und das ist genau das, was wir als AfD nicht wollen. Wir wollen nicht, dass unser Land so verkommt und auch durch diese Überfremdung immer mehr sich verändert, denn das kennen wir ja gar nicht, dieses Phänomen, dass in Familienfreibädern Kinder begrapscht werden zwischen den Beinen und dass es zu Massenschlägereien kommt. Also mir ist keine bekannt aus den 90er Jahren und ich denke, wir als AfD sind auch die einzige Kraft, die das endlich beenden wird, denn es ist unser Land, es gelten unsere Regeln, wer sich nicht daran hält, der hat ja nichts verloren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten bei RUPS Wochenrückblick, wenn wir wieder alles beleuchten, was diese Woche so angefallen ist in der Bundesrepublik und in Baden-Württemberg. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Bis bald.